Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Warcraft Classics The Burning Crusade. Wir sind nach wie vor am Questen. Wir werden jetzt hier auch erstmal ein kleines bisschen weiter questen. Haben mal wieder irgendwelche unsichtbaren Quests, die ich nicht annehmen kann, was ich ein bisschen doof finde, aber es ist wie es ist. Brauchen wir die hier? Ne, verirrter Geist brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Ah, die hier sollen wir töten. Die verirrten Geister können wir nur irgendwie vielleicht umgehen. Wir müssen die hier töten. So, wir werden jetzt erstmal die Quests ein bisschen hier weitermachen. Ich werde mir vielleicht nochmal... Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich werde mir nach dieser Folge, werde ich mir mal wieder eine Schlachtzuggruppe suchen. Für die auch hineinkommt. Wir können übrigens, da wir jetzt Level 66 haben, in eine neue Instanz. Heute Abend ist allerdings Livestream, da würde ich das dann eher machen wollen. Das heißt, genießt jetzt erstmal noch die Questfolgen, die wir jetzt machen. Denn die nächsten paar Folgen werden dann wieder Dungeon-Folgen sein, wo ich in den Dungeon mich bewegen werde. Weil es einfach während dem Livestream, ich finde, mehr Sinn macht, Dungeons zu machen, wie zu questen beispielsweise. Weiß der eine oder andere findet beides spannend oder ist es relativ egal, aber ich finde es angenehmer, wenn man einen Dungeon macht. In einem Livestream. So, wir müssen die hier erstmal umnieten, alle. Okay, die hier brauchen wir gar nicht. Ach, das sind die mit den Schädeln. Den hier brauchen wir beispielsweise. Den habe ich gerade umsonst gekillt. Wobei, umsonst ist nichts. Ah, okay, den brauchen wir auch. Den hier brauchen wir nicht. Habe ich den irgendwie rausgepult? Nee, wahrscheinlich nicht, ohne dass beide kommen. Ja, natürlich. Okay, dann machen wir beide. Ganz ehrlich, egal. Komm hier. Auch mal wieder so. So, einmal zu lang, bitte. Heilen. Nö, du, lass mal. Er wollte mich gerade heilen. Ich heile mich selber. Solchen Service muss ich nicht in Anspruch nehmen. Dafür bin ich mir viel zu fein. Wir nehmen gleich mal wieder Nesserstoffverband. So, sonst berufetechnisch hat sich übrigens noch nichts getan. Aber Berufe werde ich hauptsächlich offline skillen, weil es einfach auch es ist eigentlich irrelevant und langweilig, glaube ich auch, wenn ich das in der Folge mache. Wobei man auch sagen muss, bei Mia, meinem Let's Play mit der Zauberin, ist es ja tatsächlich so, dass die Folgen, wo ich eigentlich gar nichts gemacht habe, wo ich tatsächlich nur von A nach B geritten bin und irgendwie Alchemie hochgeskillt habe, die meistgeklickteste Folge ist. Ich weiß nicht wieso, aber aus irgendeinem Grund mögt ihr sowas, wenn man durch die Gegend reitet. Vielleicht beruhigt's? Weiß es nicht. Kann es auf jeden Fall sehr, sehr strange. So, ich wollte eigentlich vor ein paar Minuten den Verband nehmen. Wie man sieht, halte ich mich an meine eigenen Vorgaben sehr, sehr genau. Haben wir da auch noch welche? Nee. So. Einmal Verbändchen. So, kriegen noch doppelte Erfahrungspunkte, 1130. Ziel übrigens heute, wir haben jetzt, heute ist Sonntag, wo ich das Ganze aufnehme. Die Folge wird für euch viel, einen Monat wahrscheinlich spielen, ja, wobei einen Monat vielleicht nicht, aber zumindest 2 bis 3 Wochen. Ich habe jetzt sehr viel gespielt, sehr viel vorproduziert. Wird auf jeden Fall viel, viel später kommen für euch. Und heute ist Sonntag, wo ich das Ganze aufnehme. Level 66 sind wir ja gerade. Ziel ist heute zumindest Level 66,5 zu erreichen. Den brauchen wir nicht. Achso, das ist wieder unten drin. Schade. Und... ja, dann morgen am Montag eigentlich Level 67 zu erreichen. Dienstag, verirrter Geist. Dienstag dann Level 67,5. Mittwoch Level 68 und eigentlich wollte ich am Donnerstag schon Level 70 sein. Das heißt, muss ich mir noch irgendwie Zeit herklauen, damit ich tatsächlich irgendwie noch die 2 Level schaffe, die mir dann fehlen. Ich bin ein bisschen mit meinem Zeitplan hinterher. Ich wollte von Anfang an nicht so schnell machen, aber ich bin tatsächlich auch da ein kleines bisschen hinterher. Vor allem, ich würde halt gerne die ID mitnehmen und zwar am Sonntag. Wird normalerweise auch heute beispielsweise wird der Kolo Materidon von der Gilde gemacht. Am Sonntag würde dann, oder am Freitag würde vielleicht Kara gemacht werden. Das würde ich einfach gerne mitnehmen dann schon. Und wenn halt das Level noch nicht da ist, ist es doof. Aber vielleicht nehmen sie mir auch mal Level 69 mit. Ein Levelunterschied geht sogar eigentlich. Also zumindest für Kara-San. Geht das? Das ist wie... das ist wie MC, da kannst du auch mit einem geringeren Level rein. Okay, das hat nicht funktioniert. Aber da kannst du auch mit Level 58 hast du auch schon MC ohne Probleme machen können. Eigentlich sogar Level 55 war auch schon okay, wenn du eine Damage-Dealer oder sowas gespielt hast. Kommt natürlich immer auf die Klasse an, als Tank bist du natürlich ein bisschen dran. Könnte allerdings notfalls einen auch auf Dings machen, auf Hoherkrieger dafür. Und sagen hier, ich tanke nicht. Problem ist, wenn sie es in den falschen Heights kriegen, ich möchte eigentlich schon wieder Tank spielen und keinen Furorkrieger spielen.
Auch wenn Furore tatsächlich immer noch eine Klasse ist, die im Damage sehr, sehr gut mit anderen mithalten kann. So, Verteidigungswertung ist auf 326 gerade gestiegen. So, und hier mit Siegesrausch vorgeprescht, Blutdurst hinterher, 50% der Gegner 1A. Für die letzten 10-20% dauern immer ein bisschen länger. Ja, ich habe sogar... Schön ist, wenn du sogar noch auf Sturmangriff Ablinkzeit hast zum nächsten Gegner. Dann läuft's. Ein paar Mal verfehlt. Sobald du halt verfehlst, der ausweicht oder verfehlt oder irgendwas anderes treibt, das merkst du auch unglaublich im Zeitfaktor. So, davon brauchen wir noch zwei von denen hier. So, Schwerter 328. Das hilft übrigens dabei, also Schwerter beispielsweise, Waffenkunde hochskillen, hilft dabei, dass eben nicht mehr so viel ausgewichen wird, verfehlt und pariert wird. Muss gleich nochmal ein Verbändchen nehmen. So, 4 von 5. Die brauchen wir nicht. Den hier brauchen wir. So, Loki hinterher. Ja, und Mana-Klassen. Der Vorteil einer Mana-Klasse ist, die haben natürlich weniger Leben. Die kriegst du auch schneller tot. Wie jetzt die Nahkämpfer. Nachteil der Mana-Klassen ist, dass du die halt null bewegen kannst. Die sind halt extrem starr. Und bleiben halt einfach nur stehen. Durchgehend. So, da brauchen wir noch 3 von. Ich habe auch die falsche Haltung gewechselt, merke ich gerade. Deshalb auch immer. Seltsam, aber gut. Und dann haben wir die Quest auch schon abgeschlossen. Hier ist gerade relativ, also für einen Sonntag um kurz vor 1 ist wenig Betrieb hier. Was mich sehr freut. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass ich hier mich wieder um sämtliche Gegner prügeln darf. Zumindest jetzt hier in dem Gebiet ist wenig los. Man muss allerdings auch sagen, es sind jetzt schon viele Level 70er. Auf dem Server, beziehungsweise ich würde mal sagen, ich würde tatsächlich sagen, wir können schon zu den letzten, ja, vielleicht 40%, also 50-60% sind wahrscheinlich schon Level 70. Ich weiß es nicht genau, das ist ein Schätzwert, weil man echt jetzt viele Level 70er sieht. Gerade natürlich in den Hauptstellen, gerade in Sturmwind. Aber ich schätze mal schon, dass wahrscheinlich 60% Level 70 mittlerweile sind. Und wir eher schon zu den, oder ich zu den Teil gehöre, der schon ein bisschen hinterher hinkt eigentlich. Weiß natürlich auch, welche gibt, die gerade erst anfangen. Also den einen oder anderen gibt es ja erst vielleicht erst Level 61. Oder hat noch gar nicht angefangen zu leveln. Weil man muss natürlich Zeit für sowas haben. Zeit ist immer das Hauptproblem. So, wir können mal gucken, die eine Quest, die wir hier aus irgendeinem Grund nicht annehmen können. Vielleicht können wir sie jetzt irgendwie annehmen. Ich weiß allerdings nicht, was ich... Ja, nee, leider nicht. Keine Ahnung, wie ich die Quest hier annehmen soll. Ihr habt es geschafft, Guybrush. Dank euch konnten wir eine neue Entdeckung machen. Sie verfüttern die Seelen, die sie gestohlen haben, an einen Sarg, den sie aus der Originalkrypta entwendet haben. Meine Späher glauben, dass sich das erste Exarch der Krypten in diesem Sarg befindet. Die Originai versuchen, ihn wieder zum Leben zu erwecken. Ihr müsst euch zur westlichen Seite von Auchidon durchschlagen und den Inhalt des Sargs stören, bevor sie ihm genügend Seelen füttern können, konnten. Falls ihr euch verirren solltet, folgt einfach den wandernden Seelen. Was auch immer sich in dem Sarg befinden mag, vernichtet es. Ist keine Gruppenquest. Erinnert euch an die Lehren der Vergangenheit. Seid gesegnet. Das hier kann weg, das hier kann weg. Ist gerade Loot, den wir bekommen haben. Das hier kann weg. Auch wieder 2169 Gold. Wir sind auf einem guten Weg auch. So, okay. Gut, wir sollen da lang. Ah, das war an dem Sarg sind wir gerade vorhin schon vorbeigeritten. Also da können wir gerade nochmal hin. Da waren wir eh gerade ja schon. Und da sollen wir dementsprechend irgendwas, nehmen wir an, töten, sammeln. Gucken wir mal. Ist da hinten. Da waren wir ja gerade schon. Kriegen wir hin. Auf jeden Fall. Und dann geht's weiter nach links hier, Quests Questen und Quests abgeben. Und wir müssen unbedingt auch wieder nach Schachter, wo wir auch einige Quests zum Abgeben haben. Wir haben ein bisschen was vor. Ein bisschen viel vor. Und die eine oder andere Gucken-Quest können wir natürlich auch noch erledigen. So, hier ist das Ding. Genau, da ist es. So, öffnen können wir das. Ach, guck mal hier. Wiederbelebter Echar.
Hi. Er hat mich zu früh zurückgebracht. Ich bin noch schwach. Was ist das? Wer? Es macht nichts. Stirb. So. Gott mit voller Wut. Okay, easy going. Kein Loot. Wuh. Ah, hier, übrigens das Ingenieursmount. Dieser Helikopter. Hatte ich damals mal meine Magierin, die Ingenieur war, auch. Hat mich sehr gefreut. Sehr cooles Teil. Mittlerweile, da es 2 Milliarden Reittiere gibt in Retail, nichts mehr Besonderes. Aber da tatsächlich zu so DBC-Zeiten, wo du dann mit diesem Helikopter, wo du dir per Ingenieurskurs zusammengebaut hast, da hast du dir noch was eingebildet. Dass du wer weiß was bist mit dem Ding. Das ist aber tatsächlich Materialkosten recht hoch von dem Teil. Aber ja, mittlerweile ist es so. Ja. Ist halt wie es ist. So. Das Glück sei mit euch. Der Sieg ist unser. Diese Niederlage wird die Auchinei um mehrere Wochen zurückschwerfen. So, Lederstoff, 4 Goldplatte. Wir nehmen das logischerweise, was am meisten Gold bringt. Können es gleich. Da, verticken. Hallo? Okay. Sehr seltsam, aber okay. So, wir gucken mal, ob wir hier. Ah, guck mal hier. Und mir ein, zwei Spinnen finden. Die Quest. Keine Ahnung, wie ich die Quest annehmen soll, übrigens. Aber gut. Zwei so. So, wir nehmen schnell die Spinnen mit. Wir haben jetzt 11 von 20. Das heißt, wir brauchen noch 9 Stück. Guck mal, hier sind schon mal 3. Schönes an denen, die kann man sogar ziehen. Hi. So, einmal Wirbelwind, dann sind beide getaggt. So, das lohnt sich, das lohnt sich. Einmal hinrichten und bitte sehr. Oh, guck mal, da hinten ist schon die nächste. Haben wir mal Glück mit den Spinnen gerade. Oh, muss auch. Oh. Okay, rückwärts laufen. Hier, rückwärts laufen ist eher kompliziert. Das Problem ist, wenn man halt hier runterfällt. Ja, bist du tot. Ich meine, du fällst ins Nichts. Ins wirkliche Nichts. So, ich glaube, das Gift setzt recht zu. Ja, 300. Das Gift macht tatsächlich am meisten Schaden hier. So, 14 von 20. So, kein Gift auf uns. Das heißt, wir können uns kurz bandagieren. Also hier irgendwie rückwärts laufen ist speziell auf jeden Fall. So, 14 von 20. Die nehmen wir noch mit, wenn es geht. Müssen wir mal gucken, dass wir da irgendwie rankommen. Das Ansturm übrigens ganz... Ah, guck mal, hier sind noch mehr. Cool, wir kriegen die 20 ja auch voll. Das Ansturm ganz cool, weil Ansturm, das macht er auch über Gebiete, also der läuft dann einfach über Gebiete, wo du eigentlich gar nicht durchlaufen oder wo du nicht hinlaufen kannst, normalerweise. Ist aber ganz praktisch. Ah, Lurki erzählt wieder was. Nachwachsen. Hätte ich unterbrechen sollen. Hätte, Fahrradkette. So. Einmal. Sehr schön. Essenz des Lebens. So, die geht noch. Ah, ausgewichen. Natürlich. Selbstverständlich. So, auch tot. So, da ist die nächste. 16 haben wir im Moment. Ja, jetzt brauchen wir tatsächlich mal einen Verband. Muss kurz warten, bis das Gift weg ist. Sonst würde der Verband gleich abgebrochen. Wenn hier übrigens 0 ist, bei einem Gift beispielsweise, kommt definitiv mit 0 halt auch der letzte Tick. Das heißt, du musst tatsächlich warten, bis du 0 hast. Hm. Ja, jetzt läuft leider. Ja, läuft leider. Oder ist ausgelaufen, Toben. Sei's drum. So, 17 von 20. Ich glaube, das war's jetzt hier. Jetzt können wir wieder zurück. Da oben waren eigentlich noch 2. Vielleicht kriegen wir die noch hin. Und hier ist es tatsächlich ein bisschen ekliger, sich auch wieder hier zu bewegen. Gerade wenn es so die Abgründe runter geht, ist immer scheiße. So, komm schon. Spinni, Spinni, Spinni. Bin übrigens im Wahrleben gar kein Spinnfreund. Aber ich glaube, mit der Einstellung bin ich nicht ganz so alleine auf diesem Planeten. Sag mal so, solange eine Spinne so groß ist wie mein Daumen geht's,
So groß wie meine Hand ist schwierig. Dann heißt nur noch die Flucht antreten. So. Guti. Ja, das sind alles die Spinnen. Hier oben haben wir noch die Male, die wir suchen müssen. Hier haben wir die Quest, die ich nicht annehmen kann. It happens. Dann machen wir die Spinnen noch. Reichender Geist. Okay, jetzt machen wir erstmal den Bereich hier. Da haben wir auch noch Quests. Ich weiß allerdings nicht, was das für ein Quest. Kann auch wieder sein, dass ich die Quest auch nicht annehmen kann. Je nachdem. Ab und zu braucht oder droppt ein Gegner ein Item. Dann ist das auch so dermaßen hier wie das hier aufgelistet. Ja, mal gucken. Je nachdem. So, aber jetzt erstmal in die Richtung. Hier übrigens geht es nach Nakran. In Nakran haben wir ja auch mittlerweile Quests. Das wäre übrigens das nächste Gebiet, wo wir dann auf jeden Fall mit Level 67 aller spätestens werden wir nach Nakran gehen. So, da waren auch, da war zumindest schon mal, werden gerade gekillt. Spinnen. Das eine. Hallöchen. Haben wir beide gezogen, oder? Schlecht. Das würde mich halt dran kosten. Mit ziemlicher Sicherheit. Mit hundertprozentiger Sicherheit sogar. So. Eine Spinne brauchen wir noch. Bingo Bongo. Ist das hier schon nah? Nee, das ist noch Terrorcar, ist aber schon nahe dran an Nagrand. Gerade die Gebäude werden wir Nagrand on mass finden. So, letzte Spinne. Mal wieder eine übertriebene Killquest, auch mit 20 Spinnen, aber es gibt noch schlimmer, es gibt auch 30er Killquests. Diese allerdings sehr selten, aber Blizzard übertreibt gerne. So, sehr schön, 20 von 20. Das Thema ist erledigt. So, und wie man sieht, wir werden auch so langsam wird's weniger. Walks brauchen wir noch. Und jetzt dann hier die Geister können wir noch killen und dann Quests abgeben eigentlich wieder. Und tatsächlich, wir kommen gut vorwärts. 25% von Level 66. Läuft eigentlich ganz gut, muss ich sagen, im Moment. Wir haben noch viele Quests, die wir abgeben können. Guck mal, die hier brauchen wir auch. Welle von Terrorka. Tatsächlich ein wirklich sehr schönes Questgebiet auch. Hat mir Spaß gemacht, zumindest hier zu questen. Wir sind noch nicht ganz durch, sind aber auf einem guten Weg. Muss auch echt sagen, also ich hatte ja Spaß zu questen. Quests auch ineinander verschachtelt teilweise, also konnte man schön miteinander erledigen. Ganz nett. Zuhauen wäre eine Option, mein Freund. Es hat gerade eine halbe Ewigkeit gedauert, bis der erste Schlag kam. So, Schwerter 329. 330 müsste Max sein, das heißt ein Punkt bis zum Max schon wieder. Dann sind wir aber auch da. Also leveln geht echt schnell Schwerter. Und Verteidigungswertung ist auch recht gut. Also wir sind auch schon gut gelevelt. Guck mal, hier ist einer, den wir anquatschen können. Die haben wir jetzt schon 4 von 4. Was kannst du, mein Freund? Kannst du überhaupt irgendwas? Nein, nicht. Brauchen wir noch? Todeskrallengeist brauchen wir. Geisterrabe. Borgos haben wir bereits gekillt. Reichender Geist. Alle tot oder was? Spinne. Irgendwie alle tot anscheinend. Hier. Ah. Sphärenjäger. Reichender Geist. Geisterrabe. Ist ja nicht. Kann doch nicht alles tot sein. Weil das sind alles die Falschen. Ratlosigkeit bei PP Gaming. Hä? Ohne Scheiß. Ich finde vor allem dauernd nur diese kreischenden. Wo sollen die sein? Da ist einer. Alter. Aber wie selten die vorkommen hier. Okay, da hinten sind noch mehr. Wir gehen mal in die Richtung weiter, aber das ist ja echt. Das ist schon.
strange, dass das so wenige sind. Die einen brauchen wir noch. Ist der falsche? Da ist einer. Sehr schön. Dich brauchen wir. Hallöchen! Hat sogar noch funktioniert. Sehr schön, 4 von 4. So, die Quest haben wir auch. Hier brauchen wir noch Male. Oh, hier haben wir auch irgendein Item, das wir einsammeln sollen. Ich sehe nur das Item nicht. Irgendwie habe das Gefühl, dass Questy mich so ein bisschen... Ach, da drin vielleicht, oder? Dass Questy mich so ein klein bisschen trollt. Ja, da drin wahrscheinlich, oder? Nö. Hä? Ja, eigentlich hier bei dem Baum. Hä? Sehr strange. Ach, und ah! Unterirdisch. Ich sehe es. Jetzt sieht man es. Sieht man das? Man sieht es eigentlich nicht. Es ist so ein bisschen grau hinterlegt. Das müsste unterirdisch sein. Das Ganze. Das siehst du ja nicht. Das ist, glaube ich, unterirdisch. Das hier. Wer soll denn auf so einen Blödsinn kommen? Ganz ehrlich. Teuflische Waffe kann hier droppen. Interessant. Teuflische Waffen sind grüne Gegenstände. Also Seltenheitswert ist schon mal ein bisschen höher gesetzt. Das heißt tatsächlich, also machen wir jetzt keine Hoffnung, dass es droppt eigentlich. Wäre cool, weil es auch eine Quest ist, die wir abschließen können. Natürlich, die Frostnummer geht natürlich komplett durch. Mach mal als Magier eine Frostnummer. In 99,999998% aller Fälle ist es so, dass die Frostnova vorher abbricht. Ah ja, tatsächlich in jedem Flügel sollen wir einmal eine Kiste aufmachen. Ach komm hier. Wir helfen kurz der Schurke ein kleines bisschen. Kleines bisschen. Jetzt gleich nochmal Verband nehmen. So, hier. Male brauchen wir eh noch 2, 3. Also die Gegner hier töten können wir auch ohne Probleme. Und dann sammeln wir das ganze Zeug hier auch mal ein. Inventar. Ach, scheiße. Oh, nee. Das sind 3 Items, glaube ich, die ich einsammeln muss. Ich brauche 3... Alter. Wisst ihr, wie viel 3 Taschenplätze bei mir sind? 3 Taschenplätze, wo soll ich die denn hernehmen? Ah, guck mal hier, Rolle der Beweglichkeit, das ist ein Taschenplatz. Drei Taschenplätze. Wird wahnsinnig. So, sehr schön. Und da ist, glaube ich, auch die Quest. Ah, die Quest. Ah, die Quest könnte unterirdisch sein, gibt aber auch keinen Sinn. Die eine, die ich nicht annehmen konnte, dass sie unterirdisch ist. Und normalerweise wird es angezeigt, ob eine Quest unterirdisch ist oder ob es in einem Raum ist oder sowas, wird normalerweise angezeigt. Was ist das hier? Hm. Ja, okay, wird zu spät sein für die Begleitquest, glaube ich. Das ist eine Begleitquest hier. Interessant. Achso, ich bin schon im Kampf. Im Kampf kann man nicht Ansturm machen. Funktioniert nur außerhalb. So, kleinen Moment. So viel Zeit muss sein. Seine Fussel an der Nase kleben gehabt. Super, wo kommt die denn her? Ah, guck mal, die hilft mir gerade. Liegt auch nur daran, dass ich die Nase geputzt habe. Oh, danke. Ui. Sein. Sag mal. Irgendein Haar oder eine Fussel. Ich will gar nicht wissen, wo das herkommt. Ist ja nicht. Ja, ich müsste mal wieder Staub saugen. Ganz dringend. Was ist das jetzt hier? Akuma, Flucht aus dem Grab. Tatsächlich, wir müssen den hier raus befreien. Das heißt, ich muss jetzt warten, bis die Quest wieder verfügbar ist. Vielleicht will die Schurkin mitmachen. Bei der Quest.
Okay, wir müssen ihn hier raus lotsen aus dem Grab. Können wir machen. Sollte an und für sich eine einfache Nummer eigentlich sein. Allein schon aufgrund dessen. Aber wir müssen halt auf den Respawn warten. Weil hier eh gerade Leute sind, die hier die normalen Gegner töten. Bei so einer Begleitquest, der hält immer mal an. Das ist eigentlich, Blizzard macht es eigentlich jedes Mal so. Wird immer mal angehalten und dann, ja, kommen Gegner auf einen zugerannt. Will er die Gruppenquest auch machen? Hype? Wahrscheinlich. Bleib mal einladen. So, müssen wir nur kurz warten, bis der hier dementsprechend wieder da ist und wir die Quest auch machen können. So, ich stürme schon mal an nebenbei. Ich könnte zumindest eine Male mitmachen. Guck mal, die laden wir auch. Einladen. Und dann können wir die Quest gemeinsam machen. So. So lange können wir hier die Gegner killen. Geben zumindest diese Male und klar auch ein bisschen bisschen Erfahrungspunkte. Ruf geben die hier leider nicht. Aber Erfahrungspunkte. Noch einer. Du auch noch mit? Schauen wir mal. So, ich weiß gar nicht, ob Quest. Eigentlich müsste der hier im Eck irgendwo stehen. Wenn er denn wieder auftaucht. Puh, es scheint auf jeden Fall eine sehr lange Begleitquest zu sein. Will ich auch noch mitmachen? Also das könnte jetzt eine... Jetzt könnte es eine Karas... Also wir können fast eine Kara-Gruppe aufmachen. Hi und danke. Wir können eine Kara-Gruppe aufmachen, glaube ich. Oh. Wo kommen die? Oh. Hier wurden irgendwelche Befehle aufgehoben. Die hätte ich auch gerne gehabt. Scheint aber nur einmal im Gegner drin zu liegen. Schade. Verhörmeisterin. Das hier müsste die sein, die bewacht normalerweise dann. Dementsprechend. Na, wenn wir Glück haben, haben wir das Quest-Item auch noch irgendwo. Ist hier noch irgendwas? Nee. Also hier droppt anscheinend noch ein Quest-Item, wo man dann auch eine Quest nochmal bekommt. Mit irgendwelchen Befehlen. Boah, das dauert aber. Das dauert. Feuer heiß? Man kann in die Kohlenschalen nicht reinspringen. Schade. Jo, leider. Wenn jetzt übrigens so eine teuflische Waffe droppen würde, müssten wir drum würfeln. Weil es ist ein grünes Item und in der Gruppe wird um grüne Items gewürfelt. Wäre jetzt doof. Wenn dem so wäre. Boah, wie lange dauert denn das? Bin jetzt nicht so versessen auf die paar Erfahrungspunkte von der Quest eigentlich, aber wenn wir jetzt schon mal da sind, wäre es auch doof zu gehen. Ja, der Wahnsinn. Was? Annehmen. So, jeder kann jetzt annehmen in der Gruppe. So, mal ganz kurz gucken, dass ich euch die Quest vorlese. Flucht aus dem Grab. Flucht aus dem Grab. Helft Akun... Ja. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen, Gaibros. Ich war mir sicher, dass ich sterben würde. Lasst uns schnell von hier verschwinden. Bald werden uns noch mehr Kultisten auf den Fersen sein. Oh.
Das ist gar nicht... Das, ohne Scheiß, das Schild ist nicht schlecht. Hier, wir werden ihr mitnehmen müssen. Komm hier. Na, 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 na. Attacke! So, loote die allerdings. Ach, guck mal, die respawnen auch recht zügig hier. Die Wachen. So, nächster, nächster, nächster. Begleitquest, also Begleitquest allgemein, es ist... Sie sind schwierig. Liegt daran, weil einfach die Leute, die normalerweise hier rausbegleitest, die meinen, er ist hier gefangen. Wir sagen, wir helfen ihm, wenn wir hier schnell verschwinden. Die sagen auch meistens, ja, lasst uns hier schnell abhauen, bevor wir hier irgendwie noch mehr Kultisten haben und so weiter und so fort. Und dann haben die einen Schritt drauf. Meine nicht mal zweijährige Tochter läuft schneller Treppen auf und runter. Alleine. Klar, man muss nur hinten dran stehen, aber wie der hier. Und eine Stufe ist fast so groß wie meine Tochter. Na gut, sie ist größer. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ein Bummelschritt wie sonst was. So. Was wollt ihr, Fremder? Ne, wir wollen gar nichts. Du willst was von uns, mein Freund. Kann natürlich auch sein, dass der hier die Quest für die Knochen gibt. Also diese, dass ich erst einen NPC befreien muss, der dann mir weitere Quests gibt. Sowas gibt's auch. Also da wir jetzt den befreit haben, würde irgendwo auftauchen. Ich nehme mal an, bei der Karawane wahrscheinlich. Und da wird es dann so sein, dass wir da vielleicht weitere Quests von ihm kriegen können. Auch. So, aber Male sind auch nochmal ein, zwei drin. Jetzt hat er aber mal. Jetzt aber hier geht's los, oder was? Was jetzt? Hat ihm was gestochen, oder? Ich mach halt jetzt zu viert die Quest, die Non-Elite ist. Man wird euch für eure guten Taten belohnen. Quest abgeschlossen, Quest abgeschlossen. So, können jetzt hier dann gleich die Quests abgeben. Haben hier noch die teuflische Waffenquest jetzt nur offen. Passt. So, BB, danke. Sehr schön. So. Diese verderbten Geister haben es verdient zu sterben. Der Tod, den sie über alle anderen gebracht hätten, ist dafür Grund genug. Es besteht keine Hoffnung, dass wir die, die unter Teroks Einfluss stehen, erlösen können. Aber wir werden ihnen im Namen des Lichts ein Ende setzen. So, 4 Gold und 4 Gold 77, 4 Gold 78. Der Bogen... 26 Angriffskraft. 4 Beweglichkeit. Ich verliere 3 Beweglichkeit. Ausdauer ist irrelevant. Und 5 Stärke. Krieg aber dafür statt Trefferwertung... Jetzt mal ohne Scheiß. Das wär ein Alternativ-Item. Haben wir hier einen Händler? Ja, Gott sei Dank. Weg. Weg. Ich muss gleich unbedingt einen Briefkasten aufsuchen. Weg damit, weg damit. Damit weg. Das andere Zeug ist alles zu schade zum Wegschmeißen. Also auch ohne Witz. Na, 9, ach, na, okay. Nee, aber fast. So, Präventivschlag gegen das Lithic-Versteck. In der verachtungswürdigen Kolonie im Südwesten, die als Lithic-Versteck bekannt ist, versuchen die Diener Teroks ihre geflügelten Brüder schon vor dem Schlüpfen zu verderben. Die schwarzen Zauberhexer von Lithic belegen die Eier mit einem schattenhaften Fluch. Wenn die Küken schlüpfen, sind sie bereits willenlose Diener Teroks. Reißt ins und zerbrecht die Eier, bevor der Fluch wirken kann. Sogar wenn es dazu schon zu spät ist, könnt ihr die verderbten Eier vernichten. Denkt daran, in der Dunkelheit strahlt das Licht noch heller. Ich frage mich immer noch, wer sich Namen für Gegenden oder für NPCs ausdenkt. So, ihr habt Akuno, meinen geschätzten Freund, errettet. Dafür stehe ich in eurer Schuld, Guybrush. Das Schild hat 3000 Rüstung, 65 Block. Wir vergleichen es mal mit dem besten Schild. Das hier.
gut. 900 Rüstung mehr, bisschen mehr Block. Blockwertung oh, Schildes. Es ist aber auch Grünhand Verteidigungswertung von 13. Gut, das hat keine Verteidigungswertung drauf, sondern nur Blockwertung drauf. Also das ist schon, das, ich will euch auch mal zeigen, das ist halt echt nicht schlecht. Es hat 21 Ausdauer, es hat 14 Ausdauer, 14 Stärke, 21 Ausdauer. Das Schild ist für ein grünes Schild schon geil. Ich meine, wir vergleichen es gerade mit dem besten Schild. Schritt, Angriffskraft, durch. So, das Schattengrab. Habt ihr die Relikte, Guybrush? Wir können nicht zulassen, dass das Schatten, dass der Schattenrat sie für seine dunklen Zwecke einsetzt. Beweglichkeit, Ausdauer, Angriffskraft ist leider nicht besser. Auch wenn mehr Angriffskraft drauf ist, ist weniger Beweglichkeit drauf. Ist leider nicht besser wie die, mit denen, die ich habe. Im Blau wäre besser. 13.000 Erfahrungspunkte dafür nochmal. Wir sind bei 32%. Wir kommen echt gut vorwärts heute. So, sprecht mit Gefreiter Wöch. Shasra. Und Morgen und Urtag müssen wir noch töten. Das heißt, wir werden jetzt erstmal nach... Ah, hier, bösartiges Jungtier sollen wir töten. Wir müssen unten in die Krypta rein, haben hier 2 Milliarden Quests, die wir annehmen können und abgeben können. Wir haben hier noch Quests, die Gefangenen, die wir abgeben können. Holla, die Waldfee. Wolken, weiß ich nicht, wie ich die kriegen soll. Und Stadtrahme aber auch noch einige Quests. Also wir haben noch ein bisschen was vor. 13.18 Uhr. Eine Instanz könnte ich eigentlich gehen. Ich versuche jetzt mal eine Gruppe, ich versuche jetzt schon mal die, es läuft noch ein kleines bisschen, ich versuche jetzt schon mal eine Gruppe zu kriegen. Wir können übrigens momentan auch in Nykrypta können wir gehen und wir können jetzt mittlerweile auch die, können wir die Sethekallen gehen? Sethekallen gehen? Nee, 68. Wobei 69 Sethekallen, ja, wäre machbar. Nee, Sklaven, nee, Tampfkammer auch, nee, Vorgebirge. Vorgebirge des alten Hügellandes. Wir könnten in die ersten Höhlen der Zeit gehen. Vorgebirge des alten Hügellandes. Mit 68 können wir jetzt gehen. HDZ. Höhlen der Zeit. HDZ1 müsste das sein. Die Abkürzung für den Chat, wo wir auch... Oder wir gehen die auch in Nykrypta, wo ich auch nochmal... Ich glaube, wir gehen die auch in Nykrypta, weil ich eh dahin muss. Ich suche mal eine Gruppe für die auch in Nykrypta, werden wir hier nebenbei noch ein bisschen questen schnell. Und die Quest hier erledigen. Sethekallen. Tiefensumpf. Arkatras. ADZ1. Das wäre die Vorgebirge des alten Hügellandes. Oder des Hügellandes. Ich weiß jetzt gar nicht. Jetzt müssen wir mal gucken, wo müssen wir denn da hin? Ist der hier irgendwo? Skiss. Ach, da oben wahrscheinlich. Kommt man da hoch? Hier rüber. Mana-Gruft, Verlies, Botaniker, Mecha. Ah, eine Idee für Krypta. Ist der hier? Ja, da ist er. Oh, geil. Sogar gerade. Na, ah, kämpft gerade. Na toll. Brauchst du den? Yo. Achso, lad die mal noch ein. Oder bin er? Achso, ich bin Gruppenlead. Einladen. So. Danke euch. Sehr nett, auf jeden Fall. Danke. So. Sehr schön. Wenn man nicht in Gruppe ist, also auch wenn das schon getaggt ist, man muss nur einen Schlag drauf, dann habe ich schon mal gesagt, dann kriegt man nämlich den Gegner noch. Sehr nette Menschen hier auf dem Server. Sehr empfehlenswert. So. Sklavenunterkünfte, HC, Daily HC Quest. Healer für Kara. Können auch Karasan gehen. Tiefensumpf, Botaniker. Das ist alles leider noch zu hoch. Das sind schon alles die Level 70 Instanzen, die hier gesucht werden. Mal gucken. So, dann haben wir die Quest auch abgeschlossen. Oder? Das war's, glaube ich. Ja, das war's an der Stelle. So, jetzt brauchen wir Worgen unter anderem noch. Ja, eigentlich hätte ich gern Worgen einzeln. So, Dampf kann man auch in Nykrypta schieben. Such gerade wenige zumindest. Aber ich werde noch eine Gruppe finden. Wenn nicht, dann gehen wir einfach weiter questen. Auch kein Thema. Oh, guck mal, da haben wir den ersten.
Ich mache mich mal langsam in Richtung Shattra auf den Weg, denn oder Shattra auf den Weg, denn wir werden, ich muss unbedingt auf die Bank, ich muss unbedingt an den Briefkasten, ich muss unbedingt Zeug wegschicken. LFM Tank und Heal für Krypta. Tank. Und dann gehen wir in die Krypta schnell noch, würde ich sagen. Wenn wir jetzt kleine Gruppe haben. Und zwar dann in der nächsten Folge allerdings. So, mittlerweile mit meinem Level 66 eigentlich sogar... Ja, vielen Dank. Ah, da fehlt aber noch Heal. Okay, können wir noch kurz questen. In der Folge. Und dann nächste Folge gehen wir dann in die Krypta. So, und Quest kam übrigens auch wunderbar. Und ich muss schnell... Oh, wir müssen schnell unsere Tasche... Ich muss meine Tasche schnell leer machen. Wir müssen ganz kurzer Shattra unbedingt gehen. So, für Krypta. Übrigens, das Schwert nach wie vor wäre ganz cool. So, haben wir hier irgendwo... Ich brauche A, brauche einen Händler. Lederverarbeitung, Lederverarbeitung. Da ist ein Händler. Ja, weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Wir brauchen einen Briefkasten. So werden wir. Achso, weil das die Bank ist. Aber im Moment fehlt eh noch ein Heiler. In der Gruppe. So, das ist jetzt übrigens die Sea-Bank, wo ich eigentlich nichts verloren habe. So, Bankchar und dann bitte sehr. So, das kann auch noch weg. Das hier. Das ist seelengebunden, das muss selber auf die Bank liegen. Wir können schnell mal zur Bank auch eigentlich gehen. Die Schreckensgiftbeule noch weg. So, nächstes. Das hier weg. Das hier. Ich verkaufe übrigens meistens Gegenstände tatsächlich auch mit meinem Bankchar, nicht mit Guybrush, sondern setze das alles mit meinem Bankchar dann dementsprechend rein. Und sammle da auch das Gold erstmal zwischen. So, und schon haben wir wieder Platz. So, jetzt müsste ich auf meine eigene Bank gehen. Gerade dieses. Die Panzersteuerung würde ich gerne behalten. Ist allerdings was, was ich auf die Bank legen würde. Und wir haben ja auch noch Quests zum Abgeben. Sogar ein paar. So, solange die Gruppe nicht voll ist, machen wir das hier, weil ich müsste so oder so warten. So, dann gehen wir einmal nach oben, geben die Quest ab, dann haben wir hier hinten die Quest, wiederholbare Quest sogar. Federn, müssen wir auch mal gucken, 30 Stück werden wir auch fast schon wieder von den Dingern haben. Ne, 15, okay, ein paar fehlen noch. Aber wir geben erstmal oben diese Male ab, davon können wir übrigens 2 Milliarden Stück abgeben. So, aber sieht schlecht aus. Irgendwie, es fehlt noch ein Heiler und es fehlt noch ein Krieger. Beziehungsweise, ein DD in der Gruppe. Ah, oh. Heiler vielleicht. Oder Schattenpriester, man weiß es nicht. Die so. Uns nicht vergessen. Sich den Dämonen der Brennlegion und den wahnsinnigen Kultisten, die sie verehren, zu stellen, ist keine geringe Tat, Eibersch. Ihr habt viel Hingabe und Mut bewiesen. Macht so weiter und euer Ruf bei den Aldor wird weiter steigen. So, einzelnes Mal können wir abgeben. Das hat jetzt 275 Ruf gebracht. Wir können aber auch gleich mehrere Male abgeben. Haben wir noch 10 Male? Nee, können wir nicht. Aber ich kann noch 2 Einzelmale abgeben. Ein Einzelmal bringt genauso viel Ruf, wie wenn ich jetzt alle abgeben würde. Die glaube ich sogar mehr. Aufgrund, dass ich ein Mensch bin, müsste es sogar mehr bringen, weil ich ab und zu ja mal 28 Erfahrungspunkte kriege und ab und zu mal 27. Ich glaube, Einzelabgabe bringt sogar mehr, wie wenn ich Massenabgabe mache als Mensch. Könnte es sein. So, dann fehlt immer noch ein DD. Und jetzt sind wir voll. Okay, es ist definitiv ein Heilerpriester dabei und ein Schattenpriester wieder dabei. So, wir haben übrigens einen 66er, einen 67er, einen 66er und einen 65er. Alter, das Akku halten wird keine Freude. So, dann haben wir hier eine Bank. Das ist die richtige. Möge das Licht. Hallöchen. So, schnell mal kurz Zeug auf die Bank schaffen. Was brauchen wir noch nicht? Den Mist hier. Kann man es überhaupt für Bank legen? Ja. Okay, das war's dann erstmal. So. So, Quest noch abgeben. Ja, tatsächlich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so weit heute komme. Es sieht gut aus, dass ich vielleicht heute Abend Level 67 erreiche. Das wäre, also wenn ich heute Abend Level 67 schaffe, wäre top. Mehr, wie ich wollte.
Die ewige Sonne wird uns leiten. So, sie sind in tadellosem Zustand. Geibersch, macht weiter so und die Seher werden bald zu euren Freunden zählen. Selama, Aschal, Anore. So, können wir jetzt weiterhin abgeben. Haben allerdings nicht mehr. Haben dafür immerhin auch Ruf bei den... Ja, wir haben jetzt Ruf bei den Zehren bekommen, haben wir bei den Aldo dafür Ruf abgezogen bekommen. Eigentlich kontraproduktiv, aber die Quest war es einfach. Herzlich gegrüßt. Ja, immerhin 11.000 Erfahrungspunkte bekommen. Vielen Dank, Guybrush. Sich um die Notleidenden zu kümmern, ist eine schwierige Aufgabe, aber sie wird auf ihre ganz eigene Weise belohnt. Such den Pfad des Lebens. Alter, 6 Gold. Die zahlt gut, die Alte. So, haben wir da noch eine Quest zum Abgeben. Alter Verwalter. Wir kommen echt gut vorwärts, muss man sagen. Viele, viele, viele Quests. So, nächster. Ja, 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 ich glaube, es wird alles deutlicher. Und ich glaube, dass euer Eifer in dieser Angelegenheit mit mehr als nur den Informationen, die ihr sucht, belohnt werden solltet. Ausdauer, Trefferwertung brauchen wir nicht. Der Umgang wäre schon cool. Ring auch gar nicht schlecht. 3 Gold, 4 Gold. Leider noch nicht besser. Fast, aber. Noch nicht besser, aber fast. Und das Rufwurm von Purim. Wisst ihr, jetzt, da ihr sagt, erinnere ich mich daran, dass ich Empor vor etwa einem Monat mehrere Kästen mit merkwürdigen und fremdartigen Bauteilen verkauft habe. Ich weiß nicht, wozu sie gut sind, aber ich weiß, dass sie nach Purim geliefert werden sollen. Vielleicht sind ja dort noch ein paar Kästen davon. So. Müsste ein Portal machen. Sind hier irgendjemand? Ist schon irgendeiner? Nee. Okay. Gut, dann gehen wir die Quest auf dem Weg noch ab. So, dann machen wir auch mal auf dem Weg. Hier raus. Und dann gehen wir die Quest halt auch noch ab. Anders, da geht's nicht. Das sind die ganzen PvP-Dinger. Gut, dann gucken wir mal, dass wir die Idee noch haben. Weil ich es gerade lese. Nicht wundern. Gucken wir mal, dass wir uns da hinbewegen. Anscheinend hat keiner die Intention, sich dahin zu bewegen. Ich hatte sie auch nicht, muss sie an der Stelle allerdings auch zugeben. Aber dann gehen wir halt dahin. Können hier vielleicht nebenbei schnell noch die Quest abgeben. Und haben dann auch, wir sind jetzt bei 39% schon wieder. Für das, dass ich heute Mittag eigentlich nur ein bisschen streamen oder ein bisschen aufnehmen wollte. Wir gehen jetzt noch in eine Instanz. Wir sind definitiv, wir sollten bei 50% sein nach der Instanz, glaube ich schon. Das heißt, heute Abend müsste eigentlich, da habe ich genauso viel Zeit, wenn wir genauso gut im Zeitplan liegen wie jetzt, läuft das heute Abend. Dann ist vielleicht heute Abend Level 67 drin. Spätestens Montag, vielleicht Level 67,5 oder sowas. Ah, vielleicht hole ich wieder ein bisschen auf. Cool wär's. Hallo. So. Es ist auch, es wird auch langsam Zeit, dass ihr kommt. Ich habe diesen Bericht schon vor über einer Woche zu Alerias Feste geschickt. Bürokratie. Ich weiß nicht, wer sie sind, aber ich weiß... Moment. Für die Allianz. Was, ihr sitzt auf einem Reittier? Ist das nicht irrelevant? Ich wollte jetzt die Quest auf dem Weg lesen. Wer sind sie? Ich weiß nicht, wer sie sind, aber ich weiß, dass sie uns feindlich gesonnen sind. Ich werde euch eine Verkleidung geben und möchte, dass ihr da hineingeht. Ah, okay. Quest abbrechen. Wir werden die Quest uns anschauen müssen, deswegen, ich habe mich schon gewundert, wieso hier reit hier. Wir müssen uns da reinschleichen in der Verkleidung. Wir können nur die Verkleidung nehmen, wenn wir nicht auf einem Reittier sitzen. Und ich kann die Quest jetzt nicht machen, weil wir gerade auf dem Weg in Richtung der Krypta sind. Für diese Folge war es das Ganze. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In der nächsten Folge gibt es dann die Augenei-Krypta nochmal. In der Hoffnung, dass wir 50% erreichen. Sollte machbar sein. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen. Für diese Folge gerne gefällt mir da lassen. Gerne kommentieren. Bis zur nächsten Folge bei World of Warcraft Classics. The Burning Crusade. Ciao, ciao.